Aufmachen, wir mal gucken, wo unser Internet hier. Erster da ist rechts, oder? Nein. Ich warte auf dich. Ja, ich guck jetzt erstmal, dass ich hier hochkomme irgendwie. Kann dir es auch runterwerfen, so ist das ja nicht. Ey, warum greift man etwa? Das ist ohne Truhe, die gehört mir. Ja, so eine Truhe haben wir schon oft gefunden, aber da war bisher nie irgendwas Cooles drin. Warte, ich guck mal jetzt rein, warte, du bist da. Jetzt guck ich rein. Da ist ein Bumerang drin, möchtest du den haben? Den Bumerang müsst ihr auf jeden Fall behalten. Komm, dann kriegst du den Bumerang. Yay, das schlechteste Spiel bekommt die besten Items, so muss das sein. Ein Goldcoin ist da drin. Ja. Und roter Bank, den du so gerne magst. Genau, dieses Spelunker-Potion. Soll ich den mal nehmen, dann sehen wir die Schätze. Ja, klar. Haben wir eh gerade hier schon in der Höhle rumgucken. Ja, und zwei Wasser-Walking... Potions. Ja, sind doch auch praktisch so viel Wasser, wie hier überall ist. Oh mein Gott, du rennst da gerade voll in die, Links von dir ist noch eine goldene Truhe. Von mir? Ja. Oh. Als hätte ich schon so einen Riecher dafür. Zwei goldene Truhen, leck mich am Arsch. Boah, ist da viel Silber, ey. Wie könnt ihr das Silber abbauen? Könnt ihr das aussehen? Nein. Nee, ich bin hier gerade in einer riesigen See. Ah, ich sehe sie jetzt. Eine da unten. Und da drunter ist direkt noch eine. Ich seh's. Ich nehm die untere, wa? Okay. In der unteren sind dritte. Sieben Goldbarren. Boah. Noch ein Bumerang. Achso. Und eine Waterwalking Potion. Bumerang. Hier ist eine Bottle drin in der oberen. Oh, darf ich den haben? Ja, komm, dann du. Bitte nicht. Und 8 Goldbarren und alles Mögliche. So, oh, der ist so geil. Lass mal die Truhe, lass sie nochmal abbauen jetzt hier, ey. Die Truhe mitnehmen, oder was? Ja. Wenn sie leer sind, kann man ja sie abbauen, gut. Kann ich den Bumerang haben, den anderen? Ja, komm mal rüber zu mir. Ja, boah, geil, wo ist das geil. Mein Beuß, ich brauche. Hier. Dankeschön, oh, ich bin voll. Ja, da musst du was rausschmeißen, hab ich auch gerade gemacht, das Zeug, was ich nicht brauch. Das du öfter mal machen. Oh, warte, 4 Minuten noch. Hier ist ja eine goldene Truhe hier unten. Ach, du hast eine Uhr gestellt? Ne, ist doch eingeblendet. Wenn man eine Uhr ausgerüstet hat, schon. Sonst nicht. Doch, die Zeit ist eigentlich. Die Zeit, wie lang die Potion hält. Ach so. Also, wo musst du hin? Soll ich dir herlaufen? Was sind denn Hermes-Boots? Hast du gefunden? Ja. Es ist umso länger du läufst, umso schneller läufst du. Krass. Also, eine Maximalgeschwindigkeit kannst du zwar erreichen, aber sie ist sehr praktisch, über die Oberwelt zu laufen, auf jeden Fall. Wo? Bei mir unten ist noch mehr drin, Freaky in der Kiste. Welche Kiste? Unten die. Das ist eine Kiste, leuchtet mir mal aus. Warte. So. Ah, ein Goldcoin, okay. Silberbarren, Throwing Knife, die brauche ich aber nicht, glaube ich. Healing Potion. Also, ich nehme alles raus. Hier ist nochmal richtig viel Gold über und unter uns, also rechts von uns. Ja, ah, ich habe auch Gold gefunden. Hurra. Weißt du, der Magic Mirror habe ich gefunden. Ah, geil. Und das ein Dynamit. Der teleportiert einen zum Spawnpunkt zurück. Ah. Also da, wo das Bett ist, noch speichert. Ja. Oh. Wenn man kein Bett hat, halt sonst da, wo man spawnt. Den kannst du ja haben, Freaky, wenn du willst. Unter links läuft ein unroter Mine, aber der läuft gerade aus dem Bild weg. Jetzt wird gleich gespawnt. Ach, das ist Kupfer. Toll, das kannst du gar nicht erkennen, wenn das leuchtet. Siehst du noch schnell irgendwo eine Kiste, wo wir hin können? Hier unter mir sind Edelsteine. Ja. In dem Wasser. Das weiß ich ja jetzt, können wir da nachher gucken. Ja? Warte, ich fahr mal schnell alles ab. Da oben ist noch eine... Oh, hier sind überall Edelsteine. Oh. Da links irgendwas? Nee, leider nicht. Da hinten sind, Moment, Gefäße und Gold. Sehen? Ich hab noch einen Spiegel gefunden. Geil, jetzt hat jeder einen. Ach, er hat auch schon einen. Ja, wir haben schon. Guck mal jetzt. Ah, gut. Nee, du hast doch zwei gefunden, oder? Nee, ich hab einen gefunden. Einen bisher. Nee, ich hab zwei. Zwei? Du hast doch vorhin schon rumgeschrien, dass der einen hat. Ja, genau. Jetzt hab ich zwei. Weil wir haben noch keinen. Also keiner von uns. Ja, eben. Dann habt ihr beide einen, hab ich keinen. Ah, hier ist ein bisschen Eisen. Womit nehmen wir das? Ja, nimm ruhig mal mit. Ich guck mal schnell weiter. Da unten sind noch Edelsteine. Ja. Oh. Komm mal zu euch. Jo. Gold, da oben sind noch sehr, sehr viele Edelsteine. Eisen, Silber und Gold ist da oben. Ich komme zu dir. Oh, da ist ganz viel Eisen bei dir, ey. Guck mal, was ich für einen tollen Trank gefunden habe. Wie? Was? Ey, der hat da umgedrehte Gravitation. Achso, krass. Ich kann nichts mit der Tastatur steuern, ich kann sie selber lenken, wie ich möchte.
Oh nein! Warte, was für Bomben soll die mich haben? Aua. Wenn er da oben nach rechts geht, da sind wieder einige Sachen. Okay, ich schau kurz hier. Ein bisschen, weil ich hier gerade so schön durchfliegen kann. Das ist auch geil. Oh nein! Ach, ich sehe hier nichts, das Wasser. Eins. Wie sie das anhört, ne? So. Was oben rechts war noch Zeug? Ja, können wir gleich hin, warte, ich flieg mal hier eben durch. Hier ist noch ganz viel Silber unter uns, aber ein Riesenvorkommen. Okay. Also genau hier. Ist das zumindest auch, oder ist das Eisen? Nee, das ist Silber. Das ist Silber. Da ist noch Gold, da ist Gold unten in der Ecke. Da. Das ist Gold, ja. Und ansonsten sehe ich jetzt eigentlich nur noch diese komischen Dinger da, diese Gefäße. Oh gut. Wie siehst du das denn? Wie wird das denn angezeigt? Da leuchtet. Im Schwarzen leuchtet das. Also du hast alles schwarz, aber siehst dann das quasi am Leuchten. Ah, okay. Ich hab gedacht, wird angezeigt wie eine Truhe in die und die Richtung oder so, weißt du? Achso, ne. Also du musst schon eine Truhe im Sichtfeld haben. Da haben wir eigentlich im größeren Bildschirm einen Vorteil. Ja, ich musste die Auflösung aber runterschrauben. Ja. Das war ein bisschen zu klein. Hallo, hallo Mutti! Übrigens, wir nehmen gerade auf, 20.000 Leute werden sich das angucken. Mutti, du bist peinlich! Mutti! Dann macht ihr bestimmt nochmal extra. Nein! Jetzt hat meine Mutter mich abgelenkt, dann bin ich gestorben! Oh. Hat vergessen zu atmen. Dann kam meine Mutter hier lachend rein, hat irgendein Bild. Kommt nach oben, die Sonne geht gerade unter. Schafft ihr das? Boah, die Höhle ist noch so riesig. Ja, wir müssen uns halt nur merken, wo die Höhle ist. Warte, kannst du mir den Spiegel geben, Zombie? Ja, kann ich. Weil dann bin ich direkt oben, weißt du. Ja. Kommt nach oben, die Sonne geht gerade unter. Also das ist ungefähr in 2 Minuten oder so, könnte es losgehen. Au. Aber wo bist du denn? Ach da. Also noch könnt ihr ein bisschen abbauen. Ich sag euch dann Bescheid. Okay. Ja, ich versuche das zu. Meine Mutter brüllt gerade in der Wohnstube rum. Also lachen, brüllen, so laut lachen. Ach. Dann hörst du bis hierher. Ich weiß über die haben jetzt auch so ein Smartphone, so wie ich, ne? So, und jetzt kommt meine Schwester auch noch rein. Ja, hallo Annika. Kommt doch alle rein. Ja, ne? Komm, wir machen lustiges Familien-LP. Hat man meine Mutter eigentlich lachen gehört, laut? Ja. Ja. Oh, schön. Das wird toll. Wenn das nicht der beste Part des letzten Plays, dann weiß ich auch nicht. Nee, die haben jetzt so ein Smartphone. Und die haben, gibt diese ganz tollen Sachen, da kann man dann irgendwie dann ein Foto machen, dazu verzehren und sowas, mit so einem kleinen Programm drin da, ne? Und dann haben die gemacht. Und meine Mutter hat da ein Bild von sich gemacht und dazu verzehrt, das sieht aus wie so einer von den 7 Zwergen. Ach. Und das fand ich anscheinend so lustig, dass sie jetzt hier mein halbes Zimmer zusammen laut gerüllt lacht hat. Wollten sie direkt eben zeigen. Mit so einem Krank runter. Das ist noch so riesig. Ja, du bist sehr tief, irgendwie kann das sein. Ach, ich komm zu dir. Ich lauf hier grad die ganze Zeit lang, dass hier alles so schön aus unentdeckt ist. Ich wurde abgelenkt von Eisen. Ich sehe dich schon. Ich sag euch dann, wenn ihr hoch müsst. Und Saphir ist hier. Das ist nur ein Skelett. Ich hätte jetzt kaum noch Sinn, noch runterzukommen, weil es sowieso ist. Würde sich jetzt eigentlich anbieten, wenn ihr gleich hochkommt. So, warte, nehme ich den Spiegel. Ja, doch, nicht. Geil! Dankeschön. Oh. Jetzt habe ich ihn wieder aufgesammelt. Super. Ich muss irgendwann loswerden. Ja. Dann ist das Spiel. So. Guter Tausch. Ich nehme den Matsch dafür. Gute Handlung. Ja. Ich gebe dir meinen Matsch. Thank you very much. Das war gar nicht so schlecht. Oder? Müssen wir schon hochkommen oder haben wir noch Zeit? Mach noch ein bisschen. Okay. Ich guck mal, ob ich noch was Schönes für dich finde. Ja, das wäre doch sehr schön. Weil ich mir jetzt gerade alles unter den Nagel gerissen hab. Dreist. Ohne alles ja nicht. Ich stehe hier oben langweilig mit. Toll, der Skelett erst vor mir, dann hinter mir.
Und gleich ist es in dir. Oh nein! Komm in mir, wenn du leben willst. So. Was habe ich denn jetzt eigentlich alles an Zeug dabei? Diese Potion da zum Beispiel für diesen Bunny-Hop, also für diesen Wolkensprung da, ne? Muss ich die trinken? Also, oder kann ich mir dann anlegen? Oder wie ist das? Das ist eine Cloud in der Bottle, das ist einfach anlegen. Was das war, ist das. Dann kann man das doppelt drin. Wer hat das hier eigentlich jetzt? Ich! Achso. Wer hat das? Ich kann nicht. Hast du schon einmal eingesetzt? Ja. Achso. Das ist voll geil, damit kann man sich irgendwie super gut retten, wenn man kurz von oben runterfällt oder so. Ja, das ist richtig halt geil. Extrem tief runterspringen und dann einfach kurz vor Ende nochmal einen Sprung machen. Darfst du nicht an der Kante hängen bleiben, bist trotzdem tot. Aber der Spiegel, der ist auch Gold wert, den er hat. Apropos Gold, da habe ich auch nur noch drei. Ich bin ja ertrunken. Ah. Mir jetzt bestimmt was bessere Rüstungen. Meine Goldmünze ist weg, ich bin ja ersoffen eben gerade. Weil meine Mutter lautstark ins Zimmer kam. Komm jetzt, du scheiß beschissener Blob. Ah, okay. Langsam mal hochkommen gleich. Also nur eine Minute. Oh, du bist sehr leise jetzt gerade. Oh, warte, mein Mikrofon muss kurz einpegeln wieder. Weil ich gerade kurz gemacht habe. Moment, ich dürfte gleich wieder lauter werden. Dann red ab, wenn ich nicht sogar schon bin. Also mein Skype klingt normal aus gerade. Ah doch, wir ist gerade lauter. Ja, das ist ein Skype-Bug. Ja, kommt mal hoch. Okay, warte, ich baue eben noch das Vorkommen ab, dann bin ich da. Oh, da war der Spiegel. Hallo. Das ist nur noch eine Minute. Wir können auch zurück jetzt zu den Händlern laufen und uns halt so Shurikens und sowas kaufen von dem bisschen Geld, was wir haben. Ja, aber Shurikens sind doof. Ich mag die nicht. Okay, dann lass mich raus, ich kaufe Shurikens. Wir haben auch ganz viele neue Immunatur, ne? Du willst jetzt zurück zum Händler, jetzt, wo es gerade Nacht wird. Ja, eine Minute, hallo, das geht schon. Mach einfach die Tür zu. Entweder ist der Kerl verrückt, oder der ist sich wirklich ziemlich sicher, dass er in einer Minute diesen Weg schafft. Warum wurde das gerade heller? So. Das wurde gerade heller wieder, ne? Ja, die war schon dunkler. Wieder hier zurückteleportiert, das passiert die ganze Zeit. Warum das denn? Weiß ich nicht. Wenn du in ein normales Gebiet gehst, siehst du, dass es noch relativ hell ist, eigentlich. Komisch. Ach, egal. Komisch. Haben wir einfach längere Nächte und Tage. Aber es ist ganz komisch, dass sie das zurückteleportiert hat. Das ist mir echt ein Rätsel. Also. Keine Ahnung. Vielleicht versucht es irgendwie Lag auszugleichen und dann teleportiert sich halt die Sonne. Ach so, ja, das kann sein, weil das ist eh ein bisschen laggig heute hier. Leggig. Solange es nicht dreckig ist. Oh nein! Jetzt. Oh. Sag Bescheid, ich bin sofort da, ne? Sobald er sagt, jetzt. Ich renne dem Zombie mal ein Stück entgegen hier schon mal. Wir brauchen ja nicht die ganze Nacht für das Viech. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, kommt drauf an, halt, wie oft wir verrecken. Oh, Fackeln brauche ich. Mal, dass ich nicht verrecken werde, aber. Wir bestimmt. Ja, es ist nicht sicher. Ich kann auch verrecken. Bei einer Kupferrüstung ist man da nicht so sicher. Wisst ihr, wie der Boss geht? An sich? Ne, gar nicht. Ja, überhaupt keine nichts. Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht oder sowas. Es gibt Bosse? Es ist ein riesiges. Ja. es ist so ein riesiges Auge, was halt geht. Kann auch durch alle Wände und sowas durch. Und das hat 3000 Leben. Ach du Scheiße. Ja. Bisher mehr als ein Zombie, ne? Zwei Phasen. In der ersten Phase schwebt es immer nur rum, schaut uns an. Schießt dann so Augen nach uns, so kleinere, die kaum Leben haben, die kann man mit einem Schlag töten. Aber uns halt auch schaden, wenn die uns treffen. Und fliegt ab und zu auf uns zu und will uns rammen. Macht uns halt dann relativ viel Schaden. Dann in der zweiten Phase verwandelt sich das Auge in irgendwie ein